So wollen wir nicht enden als goldene Statue in dieser seltsam mysteriösen römischen Ministadt hier unten unter der Erde. So vielleicht schon eher mit netten Klamotten an. Ja, wir waren letztes Mal beim Tuchhändler. Und ja, jetzt werden wir uns in der Forgotten City weiter umschauen und mal gucken, ob wir noch ein bisschen was rauskriegen. Ich hatte jetzt den Plan, mal mit dem Desius zu reden. Desius, wir erinnern uns, ist der Arsch, der neben dem... Friend. Hi, Octavia, wo ist sie? Ach, da. Ne, Octavia, was geht ab? Das ist der Typ, der neben dem Tempel hier wohnt, wo ja das Hospital quasi drin ist. Und der ist Händler und bietet nur gegen einen horrenden Preis Medizin an, das sie im Hospital gut gebrauchen können. Vor allen Dingen, wenn dann doch mal jemand vergiftet wurde. Ich habe, glaube ich, nicht genug Geld, weil er hat von der Krankenschwester, die dort im Hospital quasi arbeitet, wollte er 1000 Denar haben für die Medizin. Ich habe nur 655. Aber vielleicht lässt sich ja auch irgendwie anders mit ihm reden. Hi! Vielleicht können wir ihn ja auch einfach bestehlen. Weil ich jetzt... Das ist hier Desius-Truhe. Die ist sogar mal verschlossen. Krass. Eine Einkaufsliste. Dinge, die ich kaufen muss, sobald ich geflohen bin. Ja, klar. Dinge, die ich kaufen muss, sobald ich Millionär bin. Das ist eine gute Einkaufsliste. Er möchte eine Villa auf dem Aventin haben in Rom. Das ist die... Das ist Beverly Hills quasi, ne? Aventin ist auch heute noch... da stehen die ganzen Villen. Zweispanniger Streitwagen. Klar. Ding Porsche. Sitz im Senat. Muss ich mir kaufen, auf jeden Fall. Vierspänniger Streitwagen. Ne, klar. Auch noch einen dicken Bugatti. Villa an der Bucht von Neapel. Och, warum denn nicht? Zehnspänniger Streitwagen. Klar. 12 Sklavinnen. Blass und mollig. Der Typ, Alter. Der hat ja mal guten Geschmack. Er sieht durch ihre Augen. Er möchte 10 Sklavinnen haben. Blass und mollig. Hat jemand einen speziellen Geschmack? Das ist eine Ares-Skulptur. Der Kriegsgott. Aber wo ist denn Desius jetzt? Irgendwie. Meint ihr, die erschrecken sich, wenn ich hier mit so einer elektrischen Taschenlampe rumlaufe? Oder finden die das völlig okay? Bin mir da unsicher. Warte mal, wer bist du denn? Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Okay. Ich kümmere mich darum. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Okay, das Flüstern sagt nein. Habt ihr das gehört? Hear what? Ich hörte eine Stimme, die flüsterte nein. We don't have time for this. I have to go. Okay, aber ich kann sie warnen, da nicht hineinzugehen. Aber wo, warum? Also warum sollte ich das machen? Ja, keine Ahnung. Ich habe ja keinen wirklichen Grund. The shrine is collapsing. Au, okay, deswegen. Ja, okay, dann möchte das Spiel scheinbar, dass ich mit diesem Wissen, dass der Schrein zusammenstürzen wird, sie davon abhalte, da reinzulaufen. Hallo? Oh. Durchsuchen. Sie hat ein Laibbrot. Das ist dann jetzt mein Laibbrot. Sie braucht ihn nicht mehr, würde ich sagen. Warum kann ich eigentlich so viel Essen einsammeln? Kann ich in dem Spiel essen? Ich habe Laibbrot. Tja. Ich kann damit jetzt aber nichts anfangen. Vielleicht, wenn jemand Hunger hat oder so, vielleicht kann ich ihm den geben. Okay. Ist das hier der Schrein, wo jemand drin sein soll? Nee, das ist ein leerer Schrein auch. Hier sind ne, gibt es eine Menge leere Schreine irgendwie. Vielleicht finde ich hier noch. Fabian, no! Oh Gott, she's dead! She's dead! Okay, hier ist ein Geheimraum. Gucke ich mir gleich an, aber jetzt muss ich erstmal. Okay, Georgius war der Tuchschneider, ne? War das dann seine Tochter oder was? Was? Georgius, bleib stehen. Du bleibst jetzt I hier. can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine
And the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. It's not right for me to lay my burden upon you. Okay, also Georgios hatte eine enge Beziehung zu ihr, waren wahrscheinlich einfach sehr gut befreundet. Er hatte vielleicht so eine Art Mentorenrolle inne. Es war zumindest nicht seine reale Tochter. Wir haben ja bisher auch noch niemanden hier getroffen. Das stimmt nicht ganz. Wir haben schon Leute hier getroffen, die verwandt sind. Weil mindestens mal Sentius, der Magistrat, hat ja zwei Töchter. Gut, die eine ist adoptiert, die jüngere. Aber der ist ja mit seinen zwei Töchtern hier angekommen. Mit Sentia und Sentilla. Ansonsten haben wir aber noch keine Verwandten, Verwandtschaftsbeziehungen. Es sind alle einzeln hier angekommen. Bis auf Sentius und seine Töchter. Das ist auch mal interessant. Also ich weiß noch nicht, was ich daraus mache aus der Information, aber das können wir uns ja mal vielleicht merken. Okay, wir wissen jetzt auch auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn wir auf die Situation treffen, sagen wir, Fabia, sie möge doch mal bitte nicht in den Schrein gehen, der dann gleich einstürzt. Ich weiß, dass da jetzt noch ein bewaffneter Typ irgendwo sein soll. Zumindest behauptet das die Fabia. Das gucken wir uns an, aber ich habe jetzt erstmal hier diesen Weg entdeckt. Eine griechische Leier, die mit Plektrum gespielt wird. Das ist übrigens die Vorläuferin der Gitarre. Ja, die Leier ist... die griechische Leier war die Vorläuferin der heutigen Gitarren. Wahrscheinlich steht offensichtlich seit sehr langem hier. Also hier saßen auf jeden Fall Leute, die so ein bisschen Mucke gespielt haben. Ich gucke die ganze Zeit noch, ob ich hier irgendwo Geld finde, weil dann... Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich theoretisch die 1000 Denar hätte, um mit dem Desius, den ich noch nicht getroffen habe, entsprechend verhandeln zu können. Alter, was geht denn hier ab? Was ist denn das hier unten? Das ist ja eine Riesenanlage. Das ist ja hier fast wie Skyrim, wo man plötzlich... wo man plötzlich eine unterirdische Stadt findet. Also ja, ich weiß, ich verstehe den Gag, weil wir sind eh schon in einer unterirdischen Stadt, aber wo komme ich denn jetzt hier hin? Das ist ja mal verrückt. Wer sind Sie denn? Come and join me by the fire. Hallo, hallo? Welcome, welcome. May I ask your name? Ich bin Leni. It's a sincere pleasure to meet you. Wer sind Tell Sie? Me. What brings you all the way down here? Ich habe diesen Ort durch Zufall gefunden. Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die. Is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Das kann ich dir nicht versprechen. This simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Nein, noch nicht. Welcher Gott könnte es sein? Ich meine, ich kann darauf jetzt nicht antworten, weil ich es ja noch nicht raus habe, aber... Aber ich... weiß es nicht. Welcher Gott hat denn Midas seine Fähigkeiten gegeben? Ich meine, das könnte ja was miteinander zu tun haben. Ich meine, es ist nicht umsonst... Das Thema ist Gold, ja? Und wir kennen einen klassischen griechischen Mythos rund um Gold, nämlich von König Midas. Wer war denn das? Ich erinnere mich an die Geschichte nicht genau. Und ich habe schon mal König Midas in einem Theaterstück gespielt. Ich erinnere mich trotzdem nicht mehr, welcher Gott das war. Gut, ich war auch 12, glaube ich. Und zwar im Jugendtheater. Da haben wir die Geschichte von König Midas gespielt. Es ist ja nun mal eine Geschichte, die man auch als Theaterstück spielen kann. Um seine Verfehlungen und dann den Fluch, der auf ihm liegt und so weiter. Und ich habe den König Midas gespielt, ich erinnere mich aber nicht mehr. You have much to learn. Okay, also wenn wir mehr wissen, dann können wir hier in den Keller gehen und mit ihm reden. Man kann es ja mal probieren. Ja, sie sind alle in den Fluss gefallen. Sie sind alle vor dem Feuer geflohen. Mm.
Also das Offensichtlichste ist, sie sind alle irgendwie vor dem Feuer geflohen und in den Fluss gefallen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was er meint. Ich weiß auch nicht, was mir das jetzt sagen soll, aber das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ja, komm, fresse jetzt. Das ist, das ist ein Bett. Ich weiß nicht, ob ich das so gemütlich fände, in so einer Badewanne. Ich gucke mich hier noch ein bisschen weiter um. Es ist ja jetzt hier gerade echt der coole Zufallsfund. Hier komme ich irgendwie nicht durch. Vielleicht gibt es da später à la Dark Souls noch eine Abkürzung, die ich freischalten kann. Nein, bin ich nicht. Ruhe jetzt. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich komme schon wieder, wenn ich weiß, welcher Gott hier am Start ist. Keine Sorge. Mach dir mal keine Sorge, Freundchen. So. Okay, also hier... Okay, hier läuft man nur im Kreis. Das bringt mir also nichts. Dann... Also hier unten ist scheinbar nichts mehr. Außer diese Tür, die verschlossen ist. Und der Knilch, der mir nicht sagen möchte, wer er ist und wer der Gott ist, der verantwortlich ist für den ganzen Bullshit hier. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine echt wichtige Hilfe wäre. Na gut, wir haben jetzt aber schon mehrere Tote, die wir... Oder Tode, die wir verhindern sollten, könnten vielleicht, weil wir wissen, dass sie passieren. Wir haben den jungen Mann, Gulpius oder wie er heißt, der vom Dach springt. Wir haben die Fabia, die hier auf seinem Weg kaputt gemacht. Wir haben die Fabia, die jetzt hier in der eingestürzten, im eingestürzten Tempel ist. Und war nicht noch jemand gestorben? Jetzt erstmal nicht, also zumindest nicht vor unseren Augen. So, okay, dann gucken wir jetzt mal, was es mit diesem bewaffneten Dude auf sich hat hier im Tempel. Hier ist ja sonst nichts weiter, glaube ich. Hier sind nur Nischen mit Statuen der vorherigen Bewohner. Oh, fucking fuck fuck. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Den kenne ich tatsächlich nicht. Bin mir relativ sicher, dass ich den Namen noch nicht gehört habe. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Verstanden, aber ich schwöre, ich habe nicht gelogen. Und mir kommt gerade eine Idee. Es wäre doch cool, wenn wir in einem neuen Durchlauf, wie auch immer der dann jetzt startet, die Mechanik haben wir ja einfach noch nicht gesehen. Ich bin mir nur relativ sicher, dass es sie geben muss, so wie wir hier Dinge erleben, dass eine Zeitschleife praktisch hier irgendwie Teil des Ganzen sein müsste. Ich glaube, wir können den loswerden und ich glaube, wir können auch an seinen Bogen kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel das so haben möchte. Habt ihr auch schon eine Idee? Wir haben hier direkt um die Ecke einen eingestürzten Tempel. Einen Tempel, der einstürzen wird. Und er sucht jemanden. Was, wenn wir ihm sagen könnten, der ist da? Also jetzt geht's nicht mehr, weil jetzt ist der Tempel schon eingestürzt. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Thank you. Now tell me, who are you people? And what is this place? Wir sind nur eine kleine Gemeinschaft von Fremden, die zufällig... Warum nehmt ihr in diesen Bogen runter? Kommt rein, um mich selbst zu überzeugen. Oh, how very welcoming of you. You want me to let my guard down, is that it? You're not going to get your claws into me. Aber wie ist er hierher gekommen? I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Wir sind kein Kult. Wir sind keine Kultisten. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Aber wir suchen doch nach einem... Wir sind hier gefangen. So you admit you're not allowed to leave. Das Problem ist nicht, dass wir nicht gehen dürfen. Wir können nicht. Es gibt keinen Weg hier raus. Threatening me is not going to help you. Der versteht alles falsch. That sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, the many shall suffer for the sins of the one.
I take it this is some kind of mantra you all. Kannst es ja probieren. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this. God. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Sie waren eins Menschen. Sorry. Practicing. Ach Gott, ey! Dieser Typ! Das war ein Gott, wir wissen aber nicht welcher. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? God told us to do. Gott, der gibt mir so auf den Sack. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. Musst du gerade sagen? They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Das ist falsch übersetzt. Er will nicht wissen, wer er ist, sondern wo er ist. Hat er gefragt, where Quintius is, nicht who he is. Das ist ein falscher Freund im Deutschen, das ist nicht gut übersetzt. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50 year old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire. Oh, come which on. Burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Vielleicht war der Kaiser auf der Suche nach einem Sündenbock? Who are you to challenge what the Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome, like he does? No, you do not. This is your last chance. Da hat mir mein archäologischer Einblick ja richtig was gebracht. Es würde euch nicht helfen. Then you're of no use to me. Do you have any last words? Gütiger Himmel, ihr seid dumm. Saxentius. Okay. Also Maliolus könnte dieser Mann sein. Das Spiel hat uns das jetzt gerade angedeutet. Ich nehme an, weil Maliolus zwei verschiedenfarbige Augen hat. Dass er ein bisschen größenwahnsinnig ist, das wissen wir, glaube ich, schon. Also zumindest vom Hörensagen her ist er ja doch ein ziemlicher Egozentriker und ein ziemlicher Machtmensch. Getroffen haben wir ihn ja leider noch nicht. Wisst ihr, was ich gerne sagen würde? Gütiger Himmel, ihr seid dumm. Soll ich das mal sagen? Aha, I knew it. Now it's my turn to tell you something. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you. Brauchst du nicht, das macht der Gott für dich. The many shall suffer for the sins of the one. Okay, was? Ah. Wo muss ich hin? Zu Sentius? Okay, also wenn der Shit hier endet, Vergil, wen haben wir hier noch? Galerius? Wenn der Schissel hier endet, dann kommen die Statuen ans Leben und fangen an, alle Leute hier umzubringen. Wie komme ich denn jetzt da hin? Okay. Aua. Ja, ist ja schon recht. Ich suche ja nur den kürzesten Weg. Genau, und dann muss man hier zu dem Tempel, wo alles begonnen hat. Sentius ist gestorben, hat das Portal geöffnet durch das Ritual. Ihr erinnert euch, darüber hatten wir geredet. Und jetzt startet alles von vorne, oder? Na gut, dass ich vorhin erzählt habe, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert mit der Mechanik. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und jetzt starten wir von Neuem. Habe ich... Wie sieht's mit meinem Inventar aus? Yes! Inventar ist da und mein Geld ist auch da. Das heißt, ich muss nicht von vorne anfangen. Und das schöne Looper-Achievement. Oh, muss ich jetzt jedes Mal mit ihm reden? Okay, jetzt kann ich aber so ein bisschen durch die Gespräche springen. Viele der Gespräche habe ich ja schon geführt. Ihr seid Galerius und werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir über die goldene Regel erzählen kann. Kein Problem, ich muss gehen. And since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made.
Worked real. Eine Seilrutschenlenker. Das ist wie random. Ja, klar, gerne. And hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. But don't worry, alright. Okay, also wir haben jetzt beginnt das Spiel erst so richtig, habe ich das Gefühl. Und wir können uns jetzt schnell hier durch die Stadt bewegen. Oh, das hat funktioniert. Hervorragend. So, und jetzt will ich mir auch noch meinen Pfeil und Bogen holen. Also wie komme ich nochmal runter in die Unterstadt? Oder wir gehen erstmal hoch und versuchen, den Jungen zu retten. Genau, hier ist die Seitenstraße. Ich könnte jetzt auch mit dem Desius noch reden. Nee, kommt, wir versuchen jetzt mal, den jungen Mann zu retten. Wer grunzt denn hier die ganze Zeit? Rufius. Who the fuck? Okay, der war da oben, ne? Da oben steht er. Da seht ihr ihn schon. Da in der Mitte steht er. Und möchte gleich springen. Und liegt jetzt hier eigentlich wieder Geld drin? Ja, aber der Pfeil ist wieder da. Habe ich jetzt mehr Pfeile als vorher? Jetzt habe ich 20 Pfeile. Okay, das heißt, an sich müsste ich mir nur merken, wo Geld lag. Und dann könnte ich mir das mehrmals holen. Und dann hätte ich irgendwann die 1000 Dinar. Oh, temporales Paradoxon. Hier war Geld, oder? Warte mal, das können wir gleich ausprobieren. Hier war Geld. Hier in der Kiste. 246 Dinar. Mmh, oh, das ist geil. Ja, 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 ja. 900. Okay, also wir haben es passt. Da muss ich mir... Also hier, ich weiß, hier oben liegt was. Da muss ich nur mal gucken, dass wir dann noch einen anderen Ort nochmal wiederfinden, wo es Geld gab. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf genau, aber wir finden da schon nochmal was. In irgendeiner verlassenen Tempel oder so gab es bestimmt nochmal welches. Ich habe irgendwo mal 300 Dinar gefunden. Ist ja nicht mehr genau wo. So, jetzt retten wir aber erstmal dem Guten hier. Warte mal, speichern. Wo war das denn? Hier oben, ne? Hier um die Ecke? Genau, hier putzt sie den Boden. Die Octavia war das, glaube ich. Und Salve, Freund. I'm Octavia. Er will springen. Welcome to life under the golden rule. Ich muss dringend mit Ulpius sprechen. Alright, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Oh, ich hoffe, wir können ihn retten. Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think? I'm stuck for the rest of my life. Working for a man who treats me like an animal. Erinnert euch daran, er steht in der Schuld von diesem Maleolus. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please, please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with... Okay, ich bin dann mal weg. Ich werde mit ihm reden, natürlich. And please, choose your words carefully. So, ich bin sehr gespannt. Wir wissen schon, beziehungsweise ich weiß schon, dass Scintilla und er ein Liebespaar waren. Weil ich ihm ja hier schon mal begegnet bin. Das hattet ihr nicht gesehen, da hatte ich die Aufnahme schon gestoppt. Musste dann nochmal hier hochlaufen, weil ich aus Versehen schnell geladen hatte. So, ich versuch's. You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet es mir nicht glauben. Ich weiß es aus einer vorherigen Zeitlinie, wo du mir das schon mal erzählt hast, als ich hier mit dir an der exakt gleichen Stelle geredet habe. Nur, dass du danach gesprungen bist. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Vielleicht kann ich eure Probleme lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. Es war Selbstmord. And she's already swallowed Hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Aber was, wenn ich ihr auch helfen kann? No. No.
Time's up. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Okay. Wir können ihn nur retten, wenn wir Julia retten. Das ist eine Kette. I can't believe he went... Okay. Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Okay. Octavia? Ist Octavia... Octavius? Ist das ein Gott? Nee, ist doch kein Gott. Was? Wer ist denn dein Gott? Verstehe ich gerade irgendwas nicht? Also wir können ja einen Gott jetzt schon mal ausschließen. Ich meine, ja, es gibt dutzende Götter, aber... Das würde uns ja zumindest schon mal helfen. Wahrscheinlich gibt es am Ende eine Auswahl von 5 Göttern. Welcher ist es? Ares wird es wahrscheinlich nicht sein. Der will ja Tod und... Totschlag und Blut. Der Kriegsgott. Aber wer ist denn ihr Gott, dass der... That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted moments after you arrived. Doch, wir können Scintilla finden. I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Okay, also das war ein dramatisches Finale für diese Folge, aber ich hab fast mehr Fragen als vorher. Ach, scheiße, ey. Also wir können ihn nur retten, indem wir Julia retten. Und das Spiel sagt springen. Okay, dann beenden wir es hier an dieser Stelle. So kommen wir zu Malleolus. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir beenden an dieser Stelle die Folge und reden nächstes Mal mal mit dem geheimnisvollen, mysteriösen Big Bad dieses Spiels. Zumindest bisher scheint er das zu sein. Malleolus, der Mann, der vielleicht auch Quinctius ist, der Mann, den der Meuchelmörder sucht, der uns ja jetzt hier zum ersten Time Loop gebracht hat, indem er uns umgebracht hat. Wir können in der nächsten Folge mit Malleolus sprechen, gucken, was der zu sagen hat zu diesen ganzen Dingen, die hier passieren. Ob er wirklich der Böse ist oder einfach nur ein missverstandener Dude. Wenn wir ihm ins Gesicht schauen, sehen wir ja auch, ob er der Gesuchte ist, der mit den 2 verschiedenen Augenfarben. Und dann können wir mal gucken, dass wir den Meuchelmörder nochmal antreffen. Vielleicht vorher die Fabia davor bewahren, in den Tempel zu gehen. Und dann dafür den Meuchelmörder da reinschicken. Wir haben viel vor, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.